Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben noch 7 Spiele, also das müssten 3 Aufnahmen sein. Ich werde wieder, wenn ich zwischendurch mal eins abgebrochen bin, werde ich am Ende wieder 3 Spiele machen. Und Kruse, 9 Spiele, 6 Scorer-Punkte. Ja, Kruse macht sich langsam. Und Jarmolenko, ich bin gespannt. Hat sich wirklich gut angefühlt im ersten Spiel. So, ein Spiel noch gewinnen, dann haben wir Gold 2 und dann bin ich erstmal relativ beruhigt, weil das ist immer ein ganz gutes Ergebnis. Gold 2, damit bin ich zufrieden. Auch wenn ich mich dann irgendwie aufregen werde. Ja, es war ja klar, irgendwann mussten ja mal krasse Teams kommen. Und da fällt mir ein, ich wollte gucken, wie man Costa bekommt. Ja, den linken ZOM kenne ich nicht, weil, also den habe ich noch nicht gesehen beim Gegner im Team, die linke Legende. Schauen wir mal. Aber mit Legenden habe ich mich eh noch nicht beschäftigt, weil ich glaube, es macht halt meiner Meinung nach einfach keinen Sinn, Legenden zu holen, wenn der rechtliche Team halt doch total Bums ist. Da gibt es da bestimmt bessere, interessantere. Mal gucken, vielleicht geht er ins 4-1-2-1-2. Aber ich glaube, er hat echt viele Offensiven davon stehen. Könnte auch ein 4-3-3 werden. Ist immer noch ein 4-2-3-1. Er scheint es zu lassen. Konzentrieren, come on. Er hat zwar ein gutes Team, aber er spielt hoffentlich ganz doll schlecht. Ach, eigentlich hat man den Ball mit Ribéry schon. Dass wir den durchgesteckt bekommen, gut, mit Abseits macht es schon mehr Sinn. Was habe ich denn gemacht mit Schmelzer, dass er direkt gelb bekommt? Ach so, er hat noch gewechselt, alles klar. Hätte vielleicht mal mehr auf den hinten achten sollen, der angerannt kommt. Ach du Scheiße, was für eine Pace hat in der im Team. Ich glaube, das wird schwer gegen ihn. Es wird richtig schwer. Sehr geil gespielt. Schade. Meiner Meinung nach ein Foul. Jarmolenko war das krass. Ich dachte, das wäre Ginter irgendwie. Das hat er natürlich gut gemacht, Jarmolenko. Ich sage ja, da gefällt mir auch nach hinten ziemlich gut.
Weiß gar nicht, was der für Defense-Werte hat, aber die waren, glaube ich, grauenhaft. Ich komme nicht raus. Ich mache nicht, weil ich den Gegner ärgern will, sondern ich komme nicht raus. Stellungsfehler, nice. Oh! Scheiße! Oh. Traumhaft gespielt, traumhaft gespielt. Dass er da nochmal das Auge hat für den Spieler, traumhaft gespielt. Verdient es 1-0, schade. Aber es ist nur ein 1-0. Wir haben auch eine gute Chance mit Kruse gehabt. Och, knapp, knapp, knapp. Aber eigentlich ganz gut gespielt. Oh, hier ist niemand! Mann! Nice luck. Nice luck. Toll mitgenommen den Ball, Ribéry. Schade, auch wieder geil gespielt. Bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Spiel. Dieses eine Tor vom Gegner war einfach super geil gespielt. Hat einen genialen Moment gehabt. Ansonsten machen wir das eigentlich gut. Nach vorne hatten wir unsere Chancen, hatten wir ein bisschen Pech. Ich denke, mit ein bisschen Glück kann es ja auch 1-1 stehen. Gegner noch nur einmal geschossen. Also ist ja so schlecht ist das nicht in der Verteidigung, was wir da machen, denke ich. Aber es war halt auch eine hundertprozentige Chance, die er da hatte. Die hat man leider noch nicht ganz. Aber ich denke, es wäre auch nicht so unverdient, wenn es hier 1-1 stehen würde. Aber dadurch, dass wir halt noch keine hundertprozentige hatten, hat sich der Stellungsfehler. Toll, Kimmich. Ich musste passen. Da wäre sonst sowieso weg gewesen.
Okay, mittlerweile ist die Führung wieder verdient, definitiv. Schade. Verteidigt echt scheiße gut, ey. Ja, wär ich noch einen Schritt gegangen im Sprint, wäre der Ball auch weg gewesen. Schade. Aber es ist auf jeden Fall noch was drin, auch wenn der Gegner locker schon zwei Tore haben könnte. Müsste vielleicht sogar. Radecki hat wirklich schon zwei richtig krasse Paraden rausgehauen. Leider verdient, aber hier muss man aber auch zu. Also, das 2-0 ist verdient, aber das Tor war ein bisschen glücklich. Das Tor war ein bisschen glücklich, wie er davor den einen Pass da durchbekommen, war ein bisschen glücklich, aber es ist trotzdem verdientes 2-0. Schade. Ich gehe jetzt mal aufs 4-1-2-1-2 einfach zu probieren, weil ich bin zwar zu meinen Chancen gekommen, aber es waren keine hundertprozentigen und die waren jetzt auch nicht so klar oder so häufig, sagen wir mal so, nicht so häufig, dass ich in der Formation davon ausgehen kann, hier noch zwei Tore zu machen. Kann auch sein, dass ich jetzt ganz schnell das 3-0 fräse und dann Frustgrätschen auspacke, aber vielleicht haben wir ja Glück. Mal gucken. Never give up oder wie auch immer. Oh, Scheiße. Oh, das muss es natürlich sein. Das muss es natürlich sein. Also jetzt haben wir echt Pech und jetzt ist auch diese Höhe nicht mehr verdient. Weil das muss es doch sein. Den muss er doch machen, Goretzka. Das war jetzt echt enttäuschend. Aber es ist immer noch eine verdiente Führung, da brauchen wir nicht drüber reden. Von zwei Mann gedeckt, er schafft es trotzdem. Das ist natürlich ein Lackertor, aber. In der Höhe 3-0 absolut unverdient mittlerweile, aber er wird wohl verdient gewinnen. Er wird auch die Frustgrätschen auspacken.
Oh, wieso kriegt er denn den Pass nicht durch? Dass ich mit Schmelzer keine Frustgrätsche mache, weil bisher ist jede Grätsche gekommen, also ich habe noch keinen Foulloser. Oh, was ist denn das? Kommt hier, funktioniert da irgendwas? War super geil. Also, ich will nicht sagen, dass es mittlerweile verdient wäre, wenn es 3-3 stehen würde. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Aber es könnte hier locker 3-2 ausgehen. Und mittlerweile tue ich mich schwerer. Also, ich sage immer noch, dass es verdient, wenn er hier gewinnt. Aber ich tue mich schwerer damit, zu sagen, dass er verdient gewinnt. Auch wieder ein schöner Schuss. Naja, wir haben bis zum Ende gekämpft. Ich glaube, wir können uns nichts vorwerfen. Und der Gegner war halt einfach dann auch besser. Nicht viel, aber er war besser. Vor allem in den wichtigen Situationen. Was soll's, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Es ist, glaube ich, Elite 3 weg, aber da habe ich eh nicht gerechnet. Das werde ich auch nie hinbekommen, Elite 3 in einer Woche, wo ich. Ich glaube generell, ich werde es nicht schaffen dieses Jahr, weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe, jede Weekend League über Freitag bis Sonntag zu spielen. Ich muss halt immer gucken, dass ich irgendwie meine Spiele wegbekomme. Und das reicht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Da bin ich nicht gut genug, um dann Elite 3 zu schaffen. Da brauche ich einfach meine Konzentration, da brauche ich meine 3 Tage, wo ich es verteilen kann, oder zumindest 2, wo ich komplett Zeit habe. Noch 6 Spiele. Ach nee, ist noch nicht vorbei. Jetzt müssen wir jedes Spiel gewinnen, um Elite 3 zu schaffen. Das klappt eh nicht. Ich will erstmal noch einen Sieg für Gold 2, das wäre mir erstmal wichtig. Was hat denn Werner? Ein Spiel, Knie. Okay. Und Jarmolenko hat sich auch wieder gut angefühlt. Da hat es zwar nichts gezeigt in dem Spiel, im Sinne von Scorerpunkt, aber das macht ja erstmal nichts. Ich überlege gerade, ob ich den 99er-Vertrag gebe. Problem ist halt nur, er könnte eine Second Info bekommen. Das spricht ein bisschen dagegen. Aber da halt ein fast jedem Spiel gebraucht und eingewechselt wird, verliert er halt auch am meisten Verträge mit. Ja, ich gebe ihn jetzt den 99er. Dass die mal alle werden und nicht dann am Ende noch irgendwie übrig bleiben, das wäre auch blöd. Okay, konzentrieren, gewinnen. Wir haben gut gespielt gegen den guten Gegner. Hoffen wir mal, dass wir jetzt gut spielen gegen den schlechteren Gegner. Oh, was für ein schwaches Team. Nicht seltener Torhüter. Dass es echt noch so viele solche Teams gibt, das ist ja unglaublich. 78er im Sturm, 80er und 81er. Ich hoffe, der spielt jetzt nicht unglaublich gut. Oh, mal jemand, der nichts umstellt. Nice. Spricht eigentlich eher für einen schwächeren Gegner, würde ich sogar sagen. Aber das sehen wir dann. Danke, Donner. Schade. Oh, das sind doch so OEV-Pässe, die muss ich doch abfangen. Also. Stellungsfehler. Ich glaube, er spielt nicht so gut. Also, der erste Eindruck ist so. Kann sich natürlich noch ändern. Scheiße, ich habe mich nicht getraut, diesen Laufpass zu spielen. Der wäre so geil gekommen.
Krasser Konter. Ja, Insigne fliegt, glaube ich, raus aus dem, also nach dem Spiel, wenn er nichts macht. Dann immer nach dem Foul. Hätte auch noch reingehen können. Ach, er hat Muriel. Ach, so ein richtig klassisches Pacer-Team. Krass. Luck. Einfach nur Luck, wie er da durchkommt. Einen Verletzten. Zeigt leider nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe dann auch in der zweiten Halbzeit aufs 4-1-2-1-2. Wenn wir jetzt noch hier ein Tor schießen. Och, eigene Mann springt auch noch hoch, damit er rankommt und ihn abfälscht. Wir gehen aufs 4-1-2-1-2. Nice Luck, doppeltes Alu von Insigne. Wäre halt wichtig gewesen, der Anschlusstreffer.
Jetzt ist logischerweise spätestens das 0-2 auch nicht mehr verdient. Och nein! Wieder so eine Pace-Scheiße. Das ist eine richtige Pace, oder Gegner. Das ist mal so richtig klassisch wieder. Ich meine, schön, dass er so ein preiswertes Team hat, aber. Eins, zwei. Gleich machen wir es zwei dann. Hauptsache die Ecke. Schade. Alter, diese Pässe dürfen einfach nicht ankommen, diese über 100 Kilometer. Wie ein Ziegen aus der Entfernung wieder nicht machen kann. Ich verstehe das einfach nicht. Seinem starken Rechten. Lag doch einfach noch mehr. Haben wir wenigstens erstmal die Chance zu wechseln. Also mittlerweile ist es logischerweise absolut unverdient, dass der Gegner noch führt. Ja, das war's für Insigne. Das war's. Er hat auch wieder Chancen gehabt und hat sie nicht genutzt. Klar, dieser Alu-Treffer ist auch Pech, aber das ist ja nur nicht das einzige Spiel, wo wir das hätte machen können.
Das wollte ich nicht, wollte ich nicht hinpassen. Diese Scheißpässe, ey. Nimm das ganze Tempo raus. Komm schon, jetzt, ey. Komm, wir brauchen das Lackertor jetzt nach der Ecke. Komm schon. Oh, verletzt, kein. So ein Scheißlacker, ey. Das kotzt mich an. Gerade gegen so eine verdammte Pacer, ey. Fuck. Oh, ist das unverdient. Krass, krass, krass. Egal, jetzt ist aber Elite 3 weg. Das ist natürlich auch nochmal schade, aber egal. So, wir schauen uns nochmal Insigne an, aber ich glaube, das war's für ihn. Das ist halt echt die Frage, was mache ich mit ihm? Behalte ich ihn? Stelle ich ihn rein? Ich glaube, ich soll den lieber behalten, weil er wird halt wieder im Preis steigen. Und solange ich die Kohle jetzt nicht brauche, ist es einfach dumm, wenn ich das jetzt machen würde. Wir gucken mal, was. Ach so, ja, wir haben ja jetzt den Glory El-Sharawi. 17 Spiele, 4 Scorerpunkte, ist aber auch nicht so geil. 4 durch 17 sind wir bei 0,23 und bei Mertens, bei Insigne müssen wir eigentlich fairerweise mindestens ein Spiel abziehen. Sind wir bei 2 durch 10. Nee, also ich muss ihn noch weiterspielen, weil 0,2, 2 durch 9 ist 0,22. Das ist ja fast gleich und El-Sharawi hat aber einfach schon viel mehr Spieler Chance bekommen, deswegen, er hat jetzt auch gerade ein bisschen Pech. Also ich sehe halt immer noch das Potenzial, wenn ich ganz ehrlich bin. Und da der Glory jetzt nicht wirklich viel besser ist, auch wenn ich weiß, dass der andere El-Sharawi vorher ganz gut war, lassen wir ihn erstmal. Also ich muss ihn eigentlich noch 2 Spiele spielen. Oder sagen wir mal so, ich werde ihn jetzt einfach hier in der Weekend League noch lassen und dann erst entscheiden. Wir haben jetzt noch 5 Spiele, das heißt. Einmal Bully, dann wieder Calcio A, Bundesliga, Calcio A. Also wir haben jetzt noch 2 Spiele mit ihm, das passt dann ja, wollte ich ihm eh geben. Och echt, Alessandrini verletzt, was ist denn los? Was verletzt sich denn jetzt in jedem? Och, auch noch 2 Spieler, aber wenigstens nur der Einwechselspieler, ist nicht ganz so schlimm. Zu 2 Spiele, deswegen gibt er jetzt noch einen Bronzevertrag. Und danach, wenn er da gar nichts gezeigt hat, dann werde ich wahrscheinlich zu El-Sharawi wechseln oder gucken, ob wir irgendwann anderes mal testen. Zehn Spiele. Trikot, Black Friday, Premium Gold Set. Oh, es gibt noch 20 und 30 Spiele. Warum sagt mir das keiner? Fuck. Nein, nicht schnell verkaufen.
Es wäre diese Woche mindestens 20 Spiele oder halt ein Premium-Elektrum-Spieler-Set. Untauschbar. Es wäre diese Woche mindestens 30 Spiele und erhaltet ein Premium-Gold-Spieler-Set. Auch untauschbar. Okay. Lohnt sich nicht. Wenn es tauschbar gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich werde jetzt mal noch versuchen, nicht per Aufnahme, aber einfach mal so noch ein paar Spiele zu machen, um mir die Packs zu holen. Aber das ist total sinnlos, wenn man die nicht tauschen kann. Ich glaube, das ist auch nicht tauschbar, oder? Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, einen seltenen Wolfpool zu bekommen. War vermeintlich mal deutlich besser. Ach ja, sind ja untauschbar. Ach, ich wollte gerade gucken, was die wert sind. Was für eine Scheiße, ey. Kann man maximal für Squad Building Challenges verwenden oder so. Guardian, Gladiator, das benutze ich nie. Aber immerhin Goldverträge. Also dann bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Und ich hoffe, dass wir dann den einen Sieg noch holen, damit wir hier Gold 2 werden.